Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Über der Atomanlage Fukushima in Japan steigen dichte Wolken auf. Nach einer Explosion am Nachmittag wächst die Angst vor der nuklearen Katastrophe. Und jetzt erreicht uns die Nachricht, dass das Kühlsystem eines weiteren Reaktors ausgefallen ist. Guten Abend, meine Damen und Herren. Obwohl das Beben in Japan und die dadurch ausgelösten Flutwellen ein riesiges Ausmaß hatte, steht diese Naturkatastrophe heute schon im Schatten eines neuerlichen, vielleicht noch gewaltigeren Unglücks. Es hat seinen Ursprung im Atomkraftwerk Fukushima, etwa 240 Kilometer nördlich von Tokio. Die Sicherheitszone um den Reaktor wurde ausgeweitet. Im Umkreis von 20 Kilometern sollen sich die Menschen in Sicherheit bringen. 140.000 wurden bereits evakuiert. Zwar ist noch immer nicht ganz klar, ob es im Reaktor Fukushima 1 zu einer Kernschmelze gekommen ist, aber sicher ist, dass es eine Explosion gab, dass radioaktive Strahlen ausgetreten sind. Und die widersprüchlichen Informationen, vor allem aus japanischen Regierungskreisen, wirken da alles andere als beruhigend. Anja Martini. Bei jedem Einzelnen wird per Geigerzähler gemessen, ob er eine erhöhte Strahlenbelastung mitbringt. Diese Menschen kommen gerade aus dem Gebiet in der Nähe von Fukushima. In Windeseile mussten sie heute ihre Häuser verlassen. Ich war erleichtert, weil ich eine Mitfahrgelegenheit hatte, aber ich musste dauernd umsteigen und dann hat es 12 Stunden gedauert, bis ich endlich hier war. Andere hatten mehr Glück und bekamen einen Platz in einem der Busse, wie diese Frau. Es sind vor allen Dingen Ältere, die hier ankommen. Sie haben nur das Nötigste bei sich. Diese Turnhalle ist auf unbestimmte Zeit ihre Notunterkunft. Viele Familien mit oft kleinen Kindern versuchen einfach, die Ruhe zu bewahren. Überall die Ungewissheit. Wie geht es den Angehörigen und Freunden in der Nähe von Fukushima? Mein Zuhause ist Namisoma und ich habe dort noch immer Verwandte. Aber ich kann sie nicht erreichen. Und dann gibt es diese Berichte über diesen atomaren Unfall und ich mache mir große Sorgen über ihre Sicherheit. Ich denke, im Moment bin ich sicher, aber ich mache mir Sorgen über die Radioaktivität. Vielleicht erreicht sie uns noch. Der Grund für die Evakuierung ist dieser Moment. Die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima 1. Die dichten Rauchwolken über dem Reaktor wirken beängstigend. Lange ist unklar, was wirklich passiert ist. Dann äußert sich ein Behördensprecher. Er sagt, es habe wohl eine Kernschmelze begonnen und es habe den Anschein, als seien Teile einer Röhre zerstört worden. Schnell wird klar, was diese Aussage bedeutet. Bei einer Kernschmelze würde Radioaktivität austreten. Der Regierungssprecher dementiert. Die Explosion, so sagt er, habe nicht im Reaktor selbst stattgefunden. Das Stahlgehäuse sei intakt, lediglich das Gebäude sei betroffen. Außerdem, so sagt er weiter, hätten Messungen ergeben, dass die Strahlungen nach der Explosion geringer ausgefallen seien. Die Hülle des Reaktors ist, wie hier zu sehen, zerstört. Es steht nur noch das Gerüst. Nicht zu erkennen aber ist, ob das Stahlgehäuse wirklich, wie der Sprecher sagte, intakt ist. Der japanische Ministerpräsident machte sich aus der Luft ein Bild von der Lage. Er sprach nicht von einer Kernschmelze in dem Atomkraftwerk. Trotzdem aber vergrößerte er die Evakuierungszone um den Reaktor von 10 auf 20 Kilometer. Jetzt ist es die Aufgabe von Polizei und Armee, die Menschen aus der Region herauszuholen. Der Tsunami hat hier besonders heftig gewütet. Häuser und Straßen sind nicht mehr zu erkennen. Die Soldaten kommen kaum durch. In dieser Region ist die Radioaktivität bereits höher als normal, denn Cäsium ist aus dem Reaktor Fukushima ausgetreten, als das Kühlsystem versagte. Es sind mehr als 170.000 Menschen, die dieses Gebiet verlassen müssen. Jetzt verbringen sie die nächsten Stunden und eventuell Tage erst einmal in dieser Turnhalle. Ohne zu wissen, wie gefährlich der Unfall im Atomkraftwerk Fukushima wirklich war. Philipp Abresch in Tokio. Und jetzt erreichte uns die Nachricht, dass es in einem weiteren Reaktor des AKW zu einem ähnlich schlimmen Szenario kommen könnte wie in dem explodierten Reaktor 1. Was wissen Sie darüber? Ja, das ist die große Befürchtung im Moment. Es handelt sich dabei um den Reaktor Block 3 im gleichen Kernkraftwerk Fukushima 1.
Auch hier gibt es offenbar Probleme mit dem Kühlsystem. Das Kühlaggregat ist offenbar ausgefallen. Das ist ohnehin in den vergangenen Tagen nur noch über Batteriebetrieb aktiviert gewesen. Diese Batterien sind jetzt leer und es droht eine weitere Überhitzung und damit eben auch das gleiche Schicksal, wie der Reaktor 1 erlebt hat, eben eine weitere Explosion. Gibt es denn nun inzwischen endlich eine offizielle Aussage seitens der japanischen Regierung darüber, ob es in Fukushima nun zu einer Kernschmelze gekommen ist oder nicht? Naja, es bleibt weiter uneindeutig. Es hat sich an diesen unterschiedlichen Aussagen im Moment noch nichts geändert. Es hieß ja am Anfang, es habe eine Kernschmelze begonnen. Das wurde dann abgeschwächt, indem man sagte, möglicherweise begonnen. Und Premierminister Kahn, den man dazu natürlich auch befragt hat, er hat sich auch unentschieden geäußert. Also das ist höchst besorgniserregend, wie sich die Regierung, wie sich die Behörden hier verhalten. Die Informationspolitik ist desaströs. Japan schweigt in dieser sehr wichtigen Frage. Ja, Philipp Abrisch, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich noch einmal. Atomkraftwerke produzieren sehr viel Energie, aber sie benötigen auch eine große Menge an Strom, vor allem für den wichtigsten Sicherungsmechanismus für das Kühlsystem. Ein totaler Stromausfall führt deshalb zu einer der gefährlichsten Situationen für ein AKW, zu einem sogenannten Station Blackout. So geschehen gestern im Kernkraftwerk Fukushima. Nun wird dort eine Kernschmelze befürchtet. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, wie die abläuft und vor allem, welche Folgen sie haben könnte. Das erklärt Thorsten Weiler. Das ist das Szenario, das die Experten befürchtet hatten und das hat heute Morgen Millionen Menschen schockiert. Eine Explosion zerreißt die äußere Hülle von Block 1 des Kernkraftwerks Fukushima, vermutlich die Folge einer beginnenden Kernschmelze. Also wir wissen inzwischen, dass es sich um eine Wasserstoffexplosion gehandelt hat. Der Wasserstoff stammt aus der Metallwasserreaktion an den sehr heißen Brennelementen. Genau diese Brennelemente sind das Herz jedes Reaktors und ihr schwacher Punkt. Denn werden sie zu heiß, droht Gefahr. In Japan ist passiert, was nie passieren darf. Das Erdbeben zerstört die Stromleitungen, der Tsunami trifft die Ersatzgeneratoren und der dritte Rettungsring, die Batterien, sind bald erschöpft. Ohne Strom bricht der Kühlkreislauf jedoch zusammen. Jetzt beginnt die Überhitzung. Und wenn das Kühlsystem versagt, und das ist genau der Fall hier, bleibt die Wärme und führt dazu, dass der Reaktorkern anfängt, nach und nach heiß zu werden. Und irgendwann wird es so heiß, dass die verschiedenen Metalle anfangen zu schmelzen. Die Knallgasbildung und die Explosion von heute Morgen waren eine Folge der so auftretenden enormen Temperaturen im Reaktorkern. Das große Risiko, diese Kernschmelze setzt sich fort. Am Ende werden radioaktive Substanzen freigesetzt. Die Techniker haben darum die Notbremse gezogen und zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Um die radioaktiven Substanzen dennoch sicher einzuschließen, hat man sich jetzt entschieden, das gesamte Containment mit Seewasser zu fluten. Das heißt, man kann die Kernschmelze in dem Stahlbehälter, in dem Druckbehälter zurückhalten und könnte damit sowohl eine Abgabe radioaktiver Stoffe an die Atmosphäre als auch in Richtung Grundwasser vermeiden. Rund 10.000 Tonnen Seewasser wurden eingefüllt, allerdings auch sie werden langsam heiß und würden in wenigen Tagen kochen. In der Zwischenzeit versucht man jetzt so etwas wie einen geschlossenen Kreislauf zu bauen mit einem Wärmetauscher, um die Wärme wegzutransportieren. Also das oberste Ziel ist, den Reaktorkern kühlen, denn wenn man das nicht tut, dann hat man das, was man China-Syndrom nennt, also dann brennt das Ganze durch. Ob die Kernschmelze in Fukushima mit der Komplettflutung unter Kontrolle ist, ist kaum vorherzusagen. Einen solchen Versuch hat noch nie jemand unternommen. Und in Frankfurt begrüße ich jetzt den Atomkraftexperten Michael Seiler vom Öko-Institut Darmstadt. Herr Seiler, ein neues Kühlsystem aufbauen. Ist das tatsächlich realistisch oder eher eine hilflose Kamikaze-Aktion? Also Kamikaze ist es keine, weil es macht die Situation nicht schlimmer, wie es aussieht. Aber das sind jetzt Notfallmaßnahmen, die nicht vorgeplant sind, bei denen man nicht genau weiß, wie viel die helfen. Die können möglicherweise gar nichts helfen, können möglicherweise in ein paar Wochen auch zu neuen Schwierigkeiten führen. Vielleicht helfen sie doch. Und das ist eben die Situation, die man nach dem Ausfall aller Sicherheitssysteme jetzt hat. Die japanische Atomaufsicht stufte die Explosion heute als Unfall der Stufe 4 ein, auf einer Skala von 0 bis 7. Was bedeutet das und ist das für Sie nachvollziehbar? Also, das ist eine internationale Skala, die nach dem Tschernobyl-Unfall geschaffen worden ist, bei dem
volle Kernschmelze und massive Freisetzung in die Umgebung eben die höchste Stufe, die 7er ist. Ein kleinerer Störfall, bei dem Sicherheitssysteme einzeln ausfallen, eher Stufe 1 ist. Und die Einstufung in Stufe 4 heißt, der Kern ist derzeit außer Kontrolle, es ist aber keine große Menge Radioaktivität in die Umgebung gelangt. Das kann jetzt auch nicht die endgültige Einstufung sein, denn das wird man erst in ein paar Wochen machen und das hängt davon ab, ob die Maßnahmen jetzt greifen, ein bisschen greifen oder gar nicht greifen. Ja. Jetzt ist ja von einem weiteren Reaktor die Rede, in dem das Kühlsystem ausgefallen ist. Ist die Situation überhaupt noch beherrschbar? Also das, was der Betreiber heute im Laufe des Tages mehrfach aktualisiert über den Standort in Fukushima 1 und in dem Standort in Fukushima 2 mitgeteilt hat, heißt erstmal, alle Reaktoren sind nicht so stabil gekühlt, wie das eigentlich wäre, wenn sie normalerweise abgeschaltet wären. Die Probleme sind unterschiedlich groß und deswegen überrascht es mich jetzt nicht, dass der zweite, also der Block Nummer 3, jetzt ein richtiges Problem gibt. Es kann auch sein, dass die anderen noch Probleme kriegen. Auf jeden Fall werden die auch nicht stabil gekühlt. Michael Seiler, für diese Einschätzung zunächst mal vielen Dank nach Frankfurt. Bitte. Viele erinnern sich heute mit großer Sorge an den 26. April 1986, als der Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl in der Ukraine explodierte und dabei 200 Mal so viel Strahlung freisetzte wie die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Die erhöhte Strahlenbelastung traf damals die gesamte Nordhalbkugel. 8 lange Tage stand der Reaktor in Flammen und brannte den Super-GAU von Tschernobyl in das kollektive Gedächtnis der Menschen weltweit ein. Ina Ruck. Diese Aufnahmen sind fast genau 25 Jahre alt. Sie haben bis heute nichts von ihrem Schrecken eingebüßt. Im April 1986 explodierte ein Reaktor im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl, der Super-GAU. Doch die Welt erfuhr zunächst nichts davon. Tagelang versuchten die Sowjets, den Unfall zu verschweigen. Nicht mal die eigene Bevölkerung wurde gewarnt. Eine riesige radioaktive Wolke zog nach Europa. Immer höhere Strahlenwerte wurden gemessen. Die Katastrophe ließ sich nicht vertuschen. Erst nach Tagen verließ eine Sprecherin des Sowjetfernsehens in dürren Worten die Nachricht über einen Unfall in Tschernobyl. Da waren längst viele Menschen verstrahlt, Evakuierungen liefen nur zögerlich an. Heute Abend in den Nachrichten des russischen Fernsehens, viele mögen sich an Tschernobyl erinnert fühlen. Die Explosion im Kernkraftwerk Fukushima weckt große Besorgnis, denn von dort sind es nur 500 Kilometer bis zur russischen Grenze. Das Wetter ist auf unserer Seite, sagt die Moderatorin. Für die nächsten 3 Tage ist in der Region Ostwind angesagt. Das heißt, selbst wenn Radioaktivität freigesetzt werden sollte, zöge die Wolke weg von der russischen Küste. Der Atomexperte Wladimir Kuznetsov sieht das anders. Natürlich besteht für uns Strahlengefahr. Der Wind kann drehen. Auch wenn die Radioaktivität geringer sein wird als bei Tschernobyl. Doch viel wichtiger ist die Frage, ob wir überhaupt darauf vorbereitet sind. Ich befürchte, dass wir nicht mal genügend Jodpräparate zur Verfügung haben. Regierungschef Putin bestellte in Moskau den Atomminister ein und beruhigte das Volk. Ich habe mit den Verwaltungsleitern unserer fernöstlichen Regionen gesprochen. Die Situation ist unter Kontrolle. Die radioaktiven Werte sind normal oder sogar unterhalb der Norm. Wir werden jetzt das Monitoring verstärken, und zwar rund um die Uhr. Auch die atomaren Notfallpläne werden nun überprüft. Zumindest die Tsunami-Gefahr ist für Russlands fernen Osten aufgehoben. Die Leute können zurück in ihre Häuser. Schon früh waren die Küstengebiete evakuiert worden. Das gerade erst in Betrieb genommene Frühwarnsystem hatte perfekt funktioniert. Japan liegt zumindest geografisch weit weg von Deutschland. Doch diese Entfernung schmilzt angesichts der drohenden nuklearen Katastrophe dort zusehends dahin. Die Welt bangt mit Japan und sie sorgt sich auch plötzlich wieder um den Zustand ihrer eigenen Atomkraftwerke. So entzündet sich auch in Deutschland eine neue Atomdebatte. Und das, wo sich doch der Streit um den Ausstieg aus dem Ausstieg gerade ein bisschen zu beruhigen schien.
So passte es heute auch, dass 60.000 Menschen eine Anti-Atomkraftkette von Stuttgart nach Neckarwestheim bildeten. Jochen Gräbert. 45 Kilometer lang erstreckte sie sich heute, die Menschenkette der Atomkraftgegner. Von der Staatskanzlei in Stuttgart bis zum Kernkraftwerk Neckarwestheim. Mit so vielen Teilnehmern hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Kein Zweifel, nach der Reaktorexplosion in Japan steht die Debatte um den Ausstieg aus der Atomenergie unter neuen Vorzeichen. Selbstverständlich ist die Forderung raus, abschalten, so schnell wie möglich. Raus aus einer Technologie, aus der Atomtechnologie, die von keinem Menschen beherrschbar ist. Ziel des Protestes, die von der schwarz-gelben Bundesregierung durchgesetzte Verlängerung der Restlaufzeiten deutscher Atomkraftwerke. Eine akute Strahlengefahr für Deutschland schloss Umweltminister Röttgen zwar aus, er räumte aber ein, dass man sich grundsätzlich fragen muss, warum es zu einer Reaktorkatastrophe kam, trotz der hohen japanischen Sicherheitsstandards. Dieses Trotzdem ist sicherlich auch eine gesellschaftspolitische Frage, die durch dieses Ereignis neu auf uns zukommt. Und die darf auch nicht abgewehrt werden, sondern die muss aufgenommen werden. Mit der muss sich die Gesellschaft beschäftigen. Ich bin ausdrücklich bereit dazu. Zu den Initiatoren der Kundgebung in Stuttgart zählte auch die SPD. Doch angesichts der japanischen Tragödie wollte Parteichef Gabriel den innenpolitischen Streit über die Atomkraft heute noch nicht führen. Das ist eine unglaubliche Katastrophe für die Menschen da. Und deswegen finde ich, zuallererst muss man jetzt gucken, was gibt es an internationaler Hilfe. Die innenpolitische Debatte, wer macht da was und wie stehen wir zur Atomenergie, die können wir sicher danach noch ausreichend führen. Heute ist der Tag, wo man sich kümmern muss um Hilfe für Japan. Die Kanzlerin bezeichnete die Reaktorkatastrophe als einen Einschnitt für die ganze Welt. Und sie forderte eine Überprüfung aller deutschen Atomkraftwerke. Anlass zu einer Wende in ihrer Atompolitik sieht sie aber nicht. Jeder weiß, und das will ich hier noch einmal ganz deutlich sagen, dass ich die friedliche Nutzung der Kernenergie als Brückentechnologie zumal für verantwortbar und für vertretbar halte. Bei dieser Haltung ist aber die Sicherheit der Kernkraftwerke und damit der Schutz der Menschen immer oberstes Gebot. Rund um die Uhr tagte heute der Krisenstab im Auswärtigen Amt. Deutsche Helfer und eine Hundestaffel des Technischen Hilfswerks sind bereits in Japan gelandet. Außenminister Westerwelle warnte angesichts der atomaren Bedrohung vor dem Aufenthalt im Großraum Tokio. Auch wenn Deutschland nicht akut gefährdet ist, die Debatte um die Beherrschbarkeit der Atomenergie, sie steht erneut auf der Tagesordnung der deutschen Politik. Das Beben rund 125 Kilometer vor der Ostküste Japans und die folgende Flutwelle gestern haben vor allem zahlreiche Dörfer und Städte entlang der japanischen Küste auf einer Länge von mehr als 2000 Kilometern getroffen. Allein in Misariku werden fast 10.000 Menschen vermisst. Die kleine Hafenstadt ist praktisch verschwunden. Sonja Meyer mit einem Blick auf Japan am ersten Tag nach der gewaltigen Naturkatastrophe. Die Ungewissheit, ob Angehörige überlebt haben, sie lastet auf den Menschen. In Notunterkünften hängen lange Listen. Dort suchen sie verzweifelt nach den Namen ihrer Liebsten. Es sind die Namen der Geretteten. Mein Mann ist noch nicht hergekommen. Er hat unser Heim später verlassen als ich. Unser Haus wurde weggeschwemmt. Ich suche nach der Frau meines Sohnes. Ich weiß nicht, in welcher Unterkunft sie ist. Wie ihm geht es vielen. Sie laufen von einer Notunterkunft zur nächsten, auf der Suche nach den Vermissten. Es sind mehr als 10.000. Mein Sohn könnte vom Tsunami mitgerissen worden sein. Ich hoffe, er ist irgendwo untergekommen. Ich kann ihn einfach nicht finden. Sie spenden einander Trost. Viel mehr können sie nicht tun, nach dem Erdbeben und Tsunami so vieles zerstörten. Trotz Trauer und Angst bleiben die Japaner ruhig. In der Stadt Mito, im am schlimmsten getroffenen Nordosten des Landes, werden Lebensmittel und Wasser langsam knapp. Dennoch warten die Menschen geduldig, oft stundenlang, bis sie an der Reihe sind. Es fehlt an allem. Alle Geschäfte sind geschlossen. Dies ist eines der wenigen, die noch geöffnet haben. Also bin ich hierher gekommen, um Trinkwasser und Essen zu kaufen. Ich kam her, um Wasser zu kaufen, aber es gab keins mehr. Ich mache mir Sorgen, wie lange es noch so weitergeht.
In den Küstenstädten, die von den Wellen des Tsunami überrollt wurden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die, die sich vor dem Wasser retten konnten, müssen ausharren, bis die Helikopter kommen. In der Präfektur Miyagi haben viele die eiskalte Nacht auf den Dächern verbracht. Die Hubschrauber können nur einen nach dem anderen retten. Das kann noch Tage dauern. Rund 300.000 Menschen mussten ihre völlig zerstörten Häuser verlassen. Zwischen den Trümmern suchen Rettungskräfte nach Überlebenden. 3.000 Menschen konnten sie bis heute bergen. Viele Japaner sind verzweifelt, weil sie ihre Angehörigen nicht finden. Denn Telefone funktionieren noch nicht überall. In der Stadt Minamisanriku ist fast jeder Zweite verschollen, rund 10.000 Bewohner. Luftaufnahmen zeigen, wie die Küstenstadt vom Tsunami geradezu weggespült wurde. Dort, wo vorher Wohnviertel waren, hat das Wasser kaum etwas zurückgelassen. Bislang sprechen die Behörden noch insgesamt von 1.800 Toten. Diese Bilder zeigen, dass es vermutlich noch viel mehr sein werden. Einige Bewohner der Küstenstädte konnten sich rechtzeitig vor dem Tsunami in Sicherheit bringen, so wie diese Frau aus Nakuri City. Mit ihrem 5 Monate alten Baby im Arm ist sie den tödlichen Wellen gerade noch entkommen. Als ich nach Hause kam, schrie eine Nachbarin, ein Tsunami kommt, also bin ich aus dem Haus gerannt. Ich sah den Tsunami auf mich zukommen. Die Rettungsstation war zu weit entfernt, also habe ich mich auf eine Fußgängerbrücke gerettet. Pausenlos transportieren Hubschrauber die Geretteten in eine sichere Umgebung. Dort gibt es manchmal auch schöne Begegnungen. Ich habe überlebt, Gott sei Dank. Ich bin erleichtert, ihn wiederzusehen, aber ich kann nicht total glücklich sein, weil noch immer so viele Menschen darauf warten, gerettet zu werden. Erleichterung für die einen, Ungewissheit für die anderen. Die Suche nach den Vermissten, sie wird die Japaner noch lange beschäftigen. Und wir schalten noch einmal zu Philipp Abrisch nach Tokio. Sie sind heute in Richtung Norden gefahren, mussten allerdings wieder umkehren. Wie ist die Lage dort? Was haben Sie da vorgefunden? Ja, wir sind auf Nebenstraßen Richtung Norden gefahren. Wir haben uns durchgearbeitet, denn die Autobahnen selbst, die sind noch immer gesperrt. Wir haben uns durchgearbeitet etwa bis 100 Kilometer vor das AKW Fukushima. Dann war Schluss. Die Straßen sind komplett verstopft gewesen. Es ging nur ganz langsam vorwärts. Uns kamen auch immer wieder Rettungswagen entgegen. Wir haben dort dann eine Pause eingelegt und haben die Menschen dort befragt. Das war schon beeindruckend. In den Supermärkten deckt man sich ein mit Hamsterkäufen, mit Lebensmitteln, mit Trinkwasser. Und immer wieder scheint durch. Tatsächlich, die Menschen fürchten sich vor einem GAU, vor einer Katastrophe, die von dem AKW ausgeht, was quasi vor deren Haustür steht. Sie sind nicht weitergekommen. Gelingt es denn den Helfern, vor allem Soldaten, durchzukommen zu denjenigen, die jetzt dringend Hilfe brauchen, die möglicherweise noch verschüttet sind? Gibt es denn schon Zahlen über gerettete Menschen? Die Regierung hat ja 50.000 Soldaten zusätzlich in Marsch gesetzt. Es ist unglaublich schwierig, bei dem Ausmaß der Schäden sich durchzuarbeiten in die tatsächlichen Katastrophengebiete. Was es aber insbesondere schwierig macht, das ist die Kombination aus Erdbebenschäden, aus Tsunamischäden und nun auch noch diese potenziell nukleare Katastrophe im Rücken zu haben. Diese Kombination ist furchtbar und ich glaube eine schwere Bürde auf den Schultern der Retter. Ja, Philipp Abrisch, vielen Dank nach Tokio. Samstagabends, da gehen die Menschen in Tokio eigentlich aus. Sie nutzen das Wochenende, um zu feiern. Doch gestern war die Millionenmetropole so ruhig wie noch nie. Denn nichts ist dieser Tage mehr so, wie es bisher war in Japan, wenngleich die Hauptstadt äußerlich erstaunlich unbeschadet geblieben ist. Doch die Menschen sind tief getroffen. Ariane Reimers. Tokio heute Abend. Die Straßen leerer als sonst, die Restaurants, die Einkaufsmeilen. Wo sind die Menschen? Normalerweise tobt das Leben an einem Samstagabend im Vergnügungsviertel Shinjuku. Es ist total wenig los.
Ich glaube, das gab es bisher noch nicht, dass Shinjuku so leer ist. Die dreifache Katastrophe, das Erdbeben, der Tsunami und jetzt die nukleare Bedrohung, hat die Menschen in Tokio offensichtlich verunsichert. Die Lust auf einen unbeschwerten Abend mit Freunden ist den meisten vergangen. Mein Elternhaus ist in der Nähe des Atomkraftwerks. Deshalb mache ich mir große Sorgen. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Es ist sehr beängstigend. Es gab doch diesen Unfall in Tschernobyl. Wir haben alle Angst, dass es ein zweites Tschernobyl geben könnte. Und wenn es regnet oder starker Wind aufkommt, da macht man sich schon Gedanken, wie man sich schützen soll. Die Regierung weiß bestimmt, wie die Situation ist, aber ich glaube, sie zögern, dem Volk die ganze Wahrheit zu sagen. Das macht mich unsicher, das macht mir Angst. Bisher ist Tokio glimpflich davon gekommen. Eigentlich ist es ein Wunder. Das schwere Erdbeben hat die Millionenmetropole ohne größere Schäden überstanden. Die Infrastruktur ist weitgehend intakt. Jetzt machen sich die Menschen Gedanken über die Strahlung, die unbekannte Gefahr. Wochen und Monate trainieren die professionellen Helfer des Technischen Hilfswerks für den Ernstfall. Menschen zu bergen, für sauberes Wasser zu sorgen, Schäden zu beseitigen. Sie halfen unter anderem nach dem Tsunami im Indischen Ozean, nach dem Hurricane Katrina in New Orleans und nach dem Beben in Haiti. All diese Einsätze waren schwierig und auch gefährlich. Doch die Katastrophe in Japan ist auch für diese gestandenen Männer und Frauen eine besondere Herausforderung, wie Stefan Dietz berichtet. Warten auf den Abflug. Die Männer und Frauen vom Technischen Hilfswerk brechen auf. Vom Flughafen Hahn im Hunsrück ins Erdbebengebiet. Gestern Abend kam der offizielle Hilferuf aus Japan. Nun, wenige Stunden später, beginnt der Einsatz. Die Stimmung ist ruhig, aber angespannt. Sie sollen Verschüttete finden und Leben retten. Doch jetzt, wo der Reaktor Fukushima explodiert ist, werden auch die Bergungsprofis nachdenklich. Ich bin angespannt, muss ich sagen, aber ich bin jetzt auch froh, dass es losgeht. Wir sind alle ausgebildet, trainiert und wir haben jetzt die Chance, Menschen helfen zu können. Rund 10 Tonnen Material nimmt das THW mit ins Krisengebiet. Die aktuellen Ereignisse verzögern den Abflug um eine Stunde. Denn in diesen Koffern werden Messgeräte für radioaktive Strahlung geliefert. Einen dieser sogenannten Dosimeter wird jedes THW-Mitglied immer bei sich tragen. Daniel Riedl aus Kaiserslautern vertraut darauf, dass das Risiko nicht zu groß ist. Ich bin jetzt 10 Jahre im THW und meine Kameraden und Vorgesetzten haben mich noch niemals in Gefahr geschickt, wissentlich. Trotzdem, es bleibt die Ungewissheit darüber, was die Rettungskräfte im Erdbebengebiet erwartet. Die Bergungsexperten, Logistiker, Medienoffiziere, Ärzte und Hundeführer machen sich Sorgen. Und diese Sorgen versucht die Einsatzleitung zu zerstreuen. Wie bei jedem Auslandseinsatz ist die Aufregung da. Das gehört auch dazu. Das können wir auch nicht abstreiten. Alles andere wäre auch graue Theorie. Hier steckt schon ein bisschen Angst damit, was wird uns der Einsatz für Gefahren bringen. Und als ich den Helferinnen und Helfern sagte, dass keiner erwartet, also ich nicht und kein Japaner erwarten wird, dass sie in einem gefährdeten, radioaktiv gefährdeten Gebiet eingesetzt werden, war das schon eine Beruhigung. Und das kann man auch durch Messgeräte ja einwandfrei feststellen. Dann bricht das Rettungsteam des Technischen Hilfswerks nach Tokio auf. In den womöglich gefährlichsten Einsatz seiner Geschichte. Stefan Stuchlik ist jetzt am Flughafen in Tokio. Er begleitet ein sogenanntes Vorausteam des THW. Das ist wichtig für die Leute, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, eben im Film gesehen. Aber die Helfer, die kommen nicht weg vom Flughafen. Wo liegt das Problem? Ja, wir stehen hier auf dem Flughafen Narita, das ist der große Flughafen bei Tokio und das ist im Moment so etwas wie eine Insel. Man kommt nicht zum Flughafen hin, man kommt nicht vom Flughafen weg. Die großen Zufahrtsstraßen sind gesperrt, das liegt am Katastrophenalarm, der gestern Nachmittag um 4 mit dem Ausbruch der atomaren Katastrophe ausgelöst wurde. Im Moment stehen also die Helfer, das Vorausteam, das schon lange bei den Erdbebenopfern sein sollte, hier am Flughafen und warten darauf, irgendwie wegzukommen. Und die einzige Möglichkeit, hier wegzukommen, wäre ein Helikopter. Dazu bräuchte man die Hilfe der japanischen Regierung und die hat, Stichwort Atom, im Moment wahrscheinlich andere Probleme. Die einen wollen ins Landesinnere. Wie reagieren die Menschen, die weg wollen, die das Land verlassen wollen?
Ja, einer der Gründe, warum wahrscheinlich die Zufahrtsstraßen hierher gesperrt sind, ist, dass die japanische Regierung befürchtet, nach dem Atomalarm gestern Nachmittag um 4, es würden zu viele, besonders ausländische Bürger, die hier in Japan arbeiten, versuchen, den Flughafen zu stürmen, um noch etwas aus dem Land zu kommen. Wir haben ja gestern Nachmittag hier Szenen erlebt, als dieser Atomalarm ausbrach. Die sind kaum zu beschreiben. Da haben sich Ausländer fast Plätze geprügelt auf Maschinen. Also auch das ist ein Problem. Im Moment läuft der Flugbetrieb aber normal. Wir können sehen, dass diese großen Massen an Menschen, die in den Ankunftshallen warten und zum Teil übernachtet haben, eine nach dem anderen ausgeflogen sind. Die japanische Regierung hat gesagt, in etwa 8 Stunden habe man das Problem hier unter Kontrolle. Und das wäre möglicherweise auch die Hoffnung für das THW, dass die Zufahrtsstraßen vielleicht dann doch noch geöffnet werden. Für diese Information nach Tokio an den Flughafen. Vielen Dank, Stefan Stuchlik. Und das waren die Tagesthemen mit einer Extra-Ausgabe. Um 2.20 Uhr bringen die Kollegen von der Tagesschau Sie auf den neuesten Stand. Und morgen früh ab 7.15 Uhr informiert Sie ein Morgenmagazin extra über die neuesten Entwicklungen in Japan. Auf Wiedersehen.